Ja, also seit längerem auch Trainer von Robert Stieglitz. Der hat jetzt die Gewichtsklasse verändert. Was war der Grund dafür? Ganz einfach im Grunde. Also er will, hat einfach keine Lust mehr, Gewicht zu machen und Supermittel zu machen. Das ist ihm zu schwer gefallen. Er wird ja auch ein bisschen älter als immer und isst lieber. Und demzufolge ist er hochgegangen und es hat Schwergewicht. Was sind seine Chancen 2016? Ach, über Chancen. Robert wartet einfach auf irgendeine große Chance nochmal, vielleicht einen guten Kampf zu machen. Also, und wenn er die nicht kriegt, dann. Also er muss nicht mehr boxen. Ja, er hat mit dem Boxen gutes Geld verdient. Er sagt, er will nochmal einen guten Kampf vielleicht machen und das dann im Halbschwergewicht. Ja, und auf die Chance wartet er, oder es bleibt. Wo liegen seine Stärken? Ist es die Schnelligkeit im Halbschwergewicht? Tja, ja. Er ist ein großer Krieger und ist in jeder Gewichtsklasse stark. Also ob es ein Supermittel oder Halbschwer ist, also mit Robert zu kämpfen, ist immer schwer. Und das ist einfach, das Gesamtpaket ist einfach schwierig zu boxen. Also ein möglicher Gegner könnte auch Bremer sein. Ja, wäre das auch so eine Option, Jürg Bremer? Natürlich, wenn es dafür ordentliches Geld bekriegt und wenn alles klappt, warum denn nicht? Also klar, gegen Jürg Bremer ist immer eine Option.